Hallo miteinander, wir starten die Woche 4 von der Home Workout. Heute haben wir Core and Leg. Zum Warm-up. Wir machen 2 bis 3 Runden an jeweils 15 Sekunden. Die erste Übung ist Push-Up Hold, die zweite One-Arm Push-Up Hold, dann Other Arm Push-Up Hold, Shoulder Taps und am Schluss haben wir noch 30 bis 60 Sekunden Pause. Ich zeige euch die Übungen vor. Push-Up Hold, One-Arm Push-Up Hold, die andere Seite, Shoulder Taps und dann haben wir Pause. Wir kommen zum Core. Wir machen dort 3 bis 5 Sets, not for time. Wir haben 3 verschiedene Übungen und machen jeweils 10 bis 20 Wiederholungen. Die erste Übung sind V-Ups, dann Tuck Crunches und nachher Seated Pike Compressions. Wenn ihr diese 3 Übungen gemacht habt, habt ihr am Schluss eine Pause von 1 bis 2 Minuten. V-Ups. Wenn das schwierig ist, geht einfach so weit rauf, wie es geht. Tuck Crunches. Und Seated Pike Compressions. Ist die Übung hier, mit den Armen drücken hier am Boden und die Füße gehen in die Luft. Je weiter hinten das da geht, desto einfacher ist es. Nachdem haben wir die Pause verdient. Wir kommen zum letzten Workout. Ciao, Beine. Ihr habt dort 5 verschiedene Übungen für Beine. Ihr startet mit der ersten Runde, mit den Air Squats. Nachher kommt immer eine Übung dazu. Nach den Air Squats kommen Lunges, dann Jump Squats, Jump Lunges und am Schluss Pistols. Ich zeige euch die Übungen vor. Air Squats. Lunges, die machen wir geführt. Jump Squats. Jump Lunges. Und am Schluss noch Pistols. Wenn Pistols schwierig sind, dann nehmen wir den Stuhl oder etwas Ähnliches, wo wir drauf sitzen können und machen Pistols dort drauf.